Folge. Montagmorgen, wir haben schon gleich 7 Uhr. Ich bin auf dem Weg nach Erbes-Büdesheim, da bin ich auch schon gleich. Da lade ich wieder den A29, der geht nach Hause. Bis jetzt mal. Ich bin heute Morgen ans Fahrzeug und habe gesehen, unter dem Fahrzeug sind oder ist ein Ölfleck. Werde ich jetzt gleich, wenn ich den Bagger nach Hause gebracht habe, werde ich da mal auf die Grube fahren und werde mir das mal angucken, zusammen mit einem von unserer Werkstatt. Mal gucken, kann sein, dass ich dann nach Kaiserslautern in die Werkstatt fahre. Aber das sehen wir dann gleich. Was heißt gleich, wenn ich so 8:30 zu Hause leer habe? Reiches Wochenende. Meine Jungs und ich haben an meinem PKW Federbein gewechselt. Alter Schwede. Alles zugegammelt. Eine Qual. Wirklich eine Qual. Das ganze Wochenende nur ein Federbein geschafft, also es ist wirklich katastrophal gewesen. Am nächsten Wochenende machen wir dann das zweite. Ich hoffe nicht, dass das genauso lange dauert. So, kommt anscheinend jetzt. Steht, ob der noch da steht, wo ich den hingestellt hatte. Oder ob der irgendwo komplett anders steht. Das kommt auch keiner. Rechts ist eine Werksausfahrt. Was wird gehen? Und da ums Eck fahre da hinten. Ne? Können auch ums Eck fahren da hinten. Dass hier eh nichts los ist, dass hier eh kaum einer reinfahren wird.
abhängen. Bis gleich. Handbremse.
will euch mal kurz was zeigen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Kopf zusammenhängt. Das hier ist ja eine Sperre, ja. Die hat hier drinnen, ich weiß nicht, ob man den erkennt, hat hier drinnen Zähne. Die laufen normal in dieser Schiene. Jetzt hat irgendjemand die Kette aufgedreht mit dieser geschlossenen Bremse, nehme ich mal an. Jetzt kann ich gucken, dass ich diese Nasen wieder in diese beiden Führungen bekomme. Hängt den Kopf zusammen, glaube ich. So hat es dann auszusehen, dass die, wenn sie noch gehen, gibt's doch gar nicht. Ja, dass die hier Nasen hier in dieser Schiene laufen können. Das ist echt manchmal sprachlos. So, mit 36 geladen. Gleich 11 Uhr oder Viertel vor 11 haben wir es schon. Ich war noch zu Hause in der Werkstatt. Haben da mal geguckt. Das weiß ich auch nicht, noch nicht genau. Ich habe noch keinen. Ach doch. Ah ne. Falsche. Ich habe einen Anruf bekommen, aber nicht von unserer Werkstatt. Dann wird vermutlich bis Freitag, Samstag wieder vermutlich in die Werkstatt gehen. Also, abgeladen. Fahrgeist steht hier rechts, den Long Reach hier links nehme ich mit. Wie man sieht am Arm, diese Verriegelung ist nicht dran. Ist halt mehr Arbeit später, aber was soll ich machen? Ist jetzt halt so. Sattel ich ab hier, fahr schnell rüber nach Laudern in die Werkstatt. Komme ich wieder her, Sattel wieder auf, 10 Meter aus und dann lade ich den Rücken nach Sembach. Alles ein bisschen chaotisch wieder heute. Hier vorher. Kurzzeitig ein bisschen Stau gehabt, wo ich keine Autobahn gefahren bin. Jetzt sind wir gleich da. Inselnähe dran und da muss man mit dem LKW parken, ja. Alter Schwede. So, da sind wir doch.
sehen, wie die Leute dann nervös werden, oder? Jetzt muss man hier in der Infahrt muss man gar runterschalten. Alter, hoppala, hoppala. Mal gucken, ob da hinten Platz ist. Mal nicht fahren wir hinten ins Loch. Bin am Zurückrollen. Hat sich das alles angeguckt. War, weil halt alles zu verschmiert war, sauber gemacht, eine Runde gefahren. Aber man sieht nichts. Also jetzt fahre ich mal noch zwei, drei Tage. Keine Ahnung. Und dann wird er noch mal geholt oder bringe ich rein, weiß nicht. Auf jeden Fall ist definitiv ist ein Ölverlust da. Öl oder Diesel, ich weiß nicht. Ich denke Öl. Na ja, egal. Er fährt ja. Mal wieder zurück, dann meinen Tieflader auf. Oh, was willst du dann? Das hasse ich. Also, furchtbar. Sattel meinen Tieflader auf und dann lade mal den Long Range und den fahre ich noch hoch nach Seebach. Gucken, ob ich was filmen kann. Ich hoffe doch. Aber es ist nicht mehr so eine Sache hier. Drin in der Housing hier in Seebach, also hier ist alles völlig tote Hose. Normal ist hier alles zu, alles voll geparkt. Es fahren ständig irgendwelche Autos, aber was für ein Feiertag sein soll heute. Aber ich kenne mich auch nicht aus mit den Feiertagen. Unsere Feiertage kenne ich gerade so. Aber vielleicht ist auch einfach Ferienzeit, kann natürlich auch sein. Dass die jetzt Ferien haben. Und alles zu ist. Wer weiß. So. Ah, ja. Kamera ist natürlich aus. Ja. Akku leer. Wenn ich es gerochen hätte. Gucken, dass ich jetzt wenigstens heute noch mal, dass ich etwas draußen filme, das Abladen filmen kann. Wirklich, hier ist alles ruhig, hier ist nichts, hier ist immer zugeparkt alles. Ja, heute ist hier. Achtung. Hallo Wachwelle. Heute ist hier nichts. Ich meine, okay, ich kann damit leben. Wäre natürlich blöd, wenn die Baustelle jetzt zu wäre, ne? Dass die auch nichts arbeiten heute, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Sehe ich es einfach nicht richtig. Nee, da stehen Autos drin. Gut. Alles gut. Tiefbett zusammenschiebe, das mache ich daheim. Oder vielleicht später hier draußen. Ich
wir mal gucken. Ich muss gucken, wo ich da hinfahre, wo ich ablade, wo ich eventuell drehen kann. Also da oben kann ich nicht mehr drehen. Da ist alles verbuhlt, wo ich mehr gedreht habe. Gut, vielleicht kann ich jetzt hier, ich glaube, das mache ich auch, ich fahre jetzt hier hinter dem Schacht, fahre ich jetzt links rein. Ich hoffe, das geht. Lade ich hier die Bagger ab und dann kann ich hier auch drauf leer, kann ich da drehen, denke ich. Denke ich, mit aufsetzen vorne. Ja. Gehört, war aber bestimmt knapp, aber hier ist wirklich Ruhe heute. Egal, ich gehe abhängen, dann stelle ich den Bagger hierher und dann denke ich, dass ich hier wieder gedreht kriege und dann kann man denselben Weg wieder rausfahren. Gehe schnell abhängen.
diese beiden Verriegelungen. Das eine hier, eine auf der anderen Seite. Zieh mal auf, muss man allerdings aufpassen, weil die schnappen zu und genauso auch in die andere Richtung. Also wenn du zu weit ziehst, Finger weg. So, andere Seite. Andere Seite, jawohl. Gut, habe ich bestimmt nicht gefilmt, ne? So wie ich mich kenne. Achtung. So, baue ich Holz. Und hier. Augenblick. Hier den Anschlag, den hat man auf beiden Seiten. Mal einfach eine Seite so, eine Seite so. Zack. Vielleicht die Luft noch dran machen. Ich zeige euch mal den schönen Himmel hier. So, das heben wir wieder an. Hinterachse orange, Vorderachse grau, Holz wieder frei ist und dann wieder alles zu. So, jetzt tue ich mein Holz noch weg. War es das schon. Gerade 39 geladen. Ich hoffe, als ich wieder zurück ans Auto ging, an der LKW ging, habe ich gesehen, die Kamera ist aus. Ich weiß nicht, was aufgenommen wurde. Backe geht raus nach Mannheim. Unternehmen. Und irgendein Kranfundament muss er da wegstemmen. Schauen wir mal. Ja.
Fahrzeug vor mir ist der Grund, warum hier vielleicht manches so weit vorne liegt. Die Dame hat wahrscheinlich verpennt. Keine Ahnung. Ursache dafür, dass ich recht stark bremsen musste. Der kommt, ne? Grandios stellenweise schon wieder heute Morgen. Hinter dem Bürogebäude ist die Einfahrt.
nach 10. Ich war gerade bei uns im Hof, habe unsere alte Ex-Tech-Siebanlage geladen. Grobsieb oder Einbandsieb oder wie die Teile auch heißen. Da habe ich unsere älteste Maschine noch im Einsatz, befindliche Maschine. Später ist abladen. Zeige ich euch. Ich glaube, das Baujahr 95. Sieht weit aus, älter aus. Aber ich meine, die wäre Baujahr 95. Jetzt runter nach Rockenhausen auf unseren RC-Platz, dann nach, vermute ich, Bad Kreuznach an die Diakonie, den 1022 laden, aber das ist noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall muss eine Maschine raus nach Ludwigshafen in die Jörgstraße, wird vermutlich der 922 werden, DAX, okay. Und DAX lag da.
Ja. Weiß nicht, ob man es sehen konnte. Auf jeden Fall fing der Bagger quasi Feuer. Ich bin gar nicht so im Bilde, ne? Wie ich ganz sein würde. Auf jeden Fall fing der Bagger Feuer. Was heißt Feuer? Der hat halt aus dem Sicherungskasten geraucht. Jetzt steht er so ungünstig. Muss jetzt einen anderen Bagger nehmen und muss gucken, ob ich den weggezogen kriege. Gucken, wie ich das mache.
fahren sie nach Hause. Ja, und jetzt? Ich habe drei Löffel zu viel dabei quasi. Ich weiß, ich jetzt nach Hause noch runter. Und dann mache ich aber auch Feierabend dann heute. Wie gesagt, Termin heute Abend. Wenn ich jetzt nochmal nach Ludwigshafen, im Prinzip hätte ich überhaupt gar nichts dagegen. Da wäre ich zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr zu Hause. Aber ich habe halt eben diesen Termin. Krankengymnastik wegen meinem Rücken. Ich will dahin, komme was will. Deshalb machen wir das so. Auch Schluss für diese Folge. War katastrophale Folge, finde ich. Chaotische Folge. Es lief wirklich rund. Ja, da war ich. Es kann nur besser werden. Ich weiß ja, wenn ich heute Mittag weitergefahren wäre mit dem Bagger, mit dem 916, ob der dann irgendwann angefangen hätte zu brennen. Wenn ich wüsste, dass er angefangen hätte, wenn ich das sicher wüsste, wäre ich schon wieder weitergefahren, dass das Ding endlich abbrennt. Nee, Spaß. Ich wäre natürlich erst auf mein altes Tiefbett gefahren und dann brennen lassen. Das hätte ich wahrscheinlich gemacht. Also, vielen Dank, dass ihr mir wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid dann nächste Folge auch wieder dabei. Die dann weitergehen wird mit diesem Bagger, den R922, nach Ludwigshafen in der Joachstraße. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Macht nichts, was ich nicht auch machen würde. Bis zur nächsten Folge.